Ja, und willkommen zurück zu einem neuen Minecraft-Let's Play mit dem Panda, mit dem leider nicht mehr Pedo-Panda. Und wir haben auch heute einen Gast, und zwar Sophie. Hallo. Ja, und tschüss. Wir haben, genau. Das Skype-Ban. Mit Schluss. So. Immer doch. Sie labert hier so ein bisschen rum. Und wir bauen hier. Ja. Ich bin hier der so Moderator und so, weißt? So ähnlich. Ich bin ja auch der Anrufleiter und deswegen, ne? Laberst du erst, wenn ich zu Ende gelabert hab. Ne? So Regeln und so. Nein. Doch. Okay. Hast du irgendwas zu futtern, Henrik? Ich hab noch. Rotten Flash und Raw Chicken. So. Gracias. So, ja. Wir waren ja am Bauen. Wir haben schon lange nicht mehr aufgenommen. Boah, wie lange ist das her? Das ist, glaube ich, vom September oder Oktober war das letzte Mal, dass wir aufgenommen haben. Jetzt haben wir Neujahr gerade. Du warst doch die ganze Zeit mit mir am Zocken. Ja, am Battlefield suchten. Genau. Genau, das deswegen, ne? Und dann. Das hättest du mal aufnehmen müssen. Genau. Jetzt haben wir wieder Zeit und Bock und. Ne? So, wie war denn euer Silvester so? Scheiße. Okay, sehr schön. Sophie? Nicht sonderlich spektakulär. Wir waren essen und. Ich. Unterwegs und es ging. Aha, okay. Aha, ja. Meinst du auch nicht gerade spektakulär? Es war. Gemütlich. Ihr habt den Zitronenwodka übrig gelassen. Ja, wie gesagt, es war gemütlich. Kommt jetzt noch. Lars, bist du dafür, dass hier noch eine Schicht draufkommt? Also so. Ja, kannst so, machen. So. Ja, genau, ich. Weil. Wenn es symmetrisch ist. Haben wir hier irgendwo in der Nähe einen Amboss? Nö, ich glaube, der nächste ist in im nächsten Dorf oder so. Nö. Doch. Was genau baut ihr jetzt gerade eigentlich? Wir bauen gerade ein neues Dorf. Und ich bin gerade dabei, ein Haus zu bauen und der Lars, der will... Ein Amboss bauen. Ein Amboss bauen, wie genau. Wie geht das? Ja. Erzähl mal eine Story, du hast immer so viel zu erzählen. Die von vorhin? Ja. Scheiße. Also die Story von der Party. Und zwar war ich mit ein paar Leuten auf einer Party bei mir nebenan. Ich wohne in Elbseits und zwar ist das so ein Mischwohngebiet, Industrie und normal. Und hinter meinem Haus ist eine Gärtnerei. Die haben dort aber auch einige Container stehen. Und dann war ich halt bei einer guten Freundin, die nebenan wohnt, auf einer Party. Und dort waren auch einige Pärchen und einige davon sind relativ verhaltensauffällig. Auf jeden Fall war da eins dabei, sie 18, er 16. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich mit ihr so unterhalten und so und er war schon länger weg und sie hat sich auch schon gefragt, wo er ist und meinte dann so, sie geht sich mal was zu trinken holen. Sie wäre gleich wieder da und dann ging sie halt so weg und ich habe mich zu jemand anders gesetzt und so nach einer Viertelstunde fiel uns auf, dass die beiden irgendwie immer noch nicht wieder da waren. Naja, und irgendwie hat sich dann schon wieder denken können, wo die waren. Später kommen die beiden dann wieder, wir fragen so, wo sie waren, ja, nirgendwo und so. Ja, nee, ist klar, sie war knallrot, er total zerzaust. Als dann später irgendwie, ich weiß gar nicht, wie viel Kurze die getrunken haben, auf jeden Fall eine ganze Menge, hat er dann so rausgehauen, dass die hinten bei den Containern waren und er sie dort flachgelegt hat. Was die beiden nicht wussten, ist, dass das ganze Gebiet kameraüberwacht war. Das heißt, die Leute nebenan aus der Firma hatten das alles auf Band, also auf Kamera, auf Videoaufnahme davon. Was schon ziemlich gut war. Und seitdem werden die damit immer aufgezogen, sind allerdings mittlerweile überhaupt nicht mehr zusammen. Tja. Vernünftig. Läuft bei denen, ne? Läuft bei denen. Sprintet, und zwar richtig. Ja. Naja, steht mehr so. Flach. Hey, das Recht bleibt mir vorbehalten. Ich weiß. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Weißbrot. 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 Weißbrot, Sophie.
Genau. Das Flachwitze erzählen bleibt nur mir vorbehalten. Sophie? Definitiv nicht. Definitiv doch. Definitiv nein. Nein. Doch. Du kannst es Oh, genauso wenig oh. wie ich. Ich hab's drauf. Aha. Ja, Und jetzt. Ja, jetzt bist du platt, ne? als ob. Als ob. Als Opa. Ha. Hey, du da, du hast dann Pfeil im Kopf stecken. Dreht sich so Schade. rum. Naja, ich weiß jetzt, wie ein Amboss geht, wenn nur Ach so so, du klein. weißt, ach so, das wusste ich sogar. Ja, ich habe dich gefragt, wie geht ein Amboss, aber Amboss? Nee, tut mir leid, weiß Hey, nicht. du Hast hast du nur wirklich gesagt, wo ist gefragt? der nächste Amboss? Nein, hat er nicht. Ja, siehst du? Ich habe aber geantwortet im nächsten Dorf und du hast gesagt, ja, okay. Das stimmt. Ja, Da haben schade. wir beide gefailt. Ich hab mal Mach ich gewartet, wie nicht. lange er braucht, bis er das erkennt. Was? Nichts. Ich hab dann mal gewartet, wie lange er braucht, bis er es beide erkennt. Ah, Hast du uns getestet? ja, hat sie hat uns getestet, ne? Ja. Nee, ich war noch zu faul, um was zu sagen. Ja. Also. Wie lange macht ihr das jetzt eigentlich schon? Das? Videos waren, glaube ich, vorher immer diese Timelapse-Videos. Ich weiß nicht, wann da das erste hoch Keine war. Ahnung, schon länger. Wir haben den Account haben wir schon verdammt lang. Ich glaube, oh, anderthalb Jahre kommt vielleicht hin. Ich kann mal gleich gucken. Ja, ich nicht, weil sonst die Aufnahme auf. Ja, ich mach das schon Das gleich. ist voll dumm, ey, ne? Die Aufnahme, ne? Nein, die Aufnahme springt dann eben, keine Ahnung, auf Skype oder auf dem Browser. Das ist Mist. Deswegen war die letzte Folge auch so ein bisschen einfach so random Scheiße. zusammengeschnitten. Joa. Und Sophie, noch eine Story. Ich überlege gerade. Mir fällt spontan nichts ein, was nicht illegal wäre. Erzähl einfach mal alles. Sag auch illegal oder nicht. Jetzt kommt's. Jetzt Ich kommt's. überlege gerade, die Story Jetzt kommt ist. sie. Ben Hendrik, nimmst du auch deine Stimme auf? Ja, habe Jetzt ich mal extra ganz. geguckt. Ja, tue ich. Moment, ich Gut. gucke sicherheitshalber nochmal. Ja. Ja, Record External Input. Mikrofon, High Definition Audiogerät. Da Oh, ich habe hätten wir. vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Mann! Oh, verdammt, jetzt habe ich es gegen Mikro gehauen. Ich kann noch eine andere Story erzählen, und zwar haben das Freunde von mir gebracht, die ein bisschen älter sind. Also eine Freundin von mir hatte gerade einen Typen, und zwar irgendwie seit 3 Wochen oder so, und die waren halt echt extrem zusammen noch und noch total verliebt und so. Und sie hatten einen besten Kumpel, und der meinte dann so, ja, ich habe Schuhe gekauft, ich weiß für welche, irgendwelche Schuhe auf jeden Fall, meinte er so, die voll vom Stil von, passen die mir nicht richtig und so. Und will zu dem mal fragen, ob die dem passen könnten und so. Und sie so, ja klar, ich frag den mir mal ein Bild bei WhatsApp. Er hat ihr also direkt ein Bild bei WhatsApp geschickt und sie hat einfach nur mal das Bild spontan weitergeleitet. Dabei hat sie aber nicht geguckt, was wirklich auf dem Bild drauf ist, denn da waren zwar die Schuhe drauf, aber im Hintergrund hatte er eine Penisstatue gestellt. Richtig schön groß. Und aber sie dann so einen Anruf von ihrem Freund, der war natürlich stinksauer, wollte wissen, was hast du da gemacht und was soll das? Und auf jeden Fall war die so, da kam das Geil. so stress. Der hat das eiskalt mal in den Hintergrund gestellt und geguckt, ob sie das merkt. Ja, ne? Wie Hat geil. funktioniert. Ja. Also, ich bin lieb gemacht bei einem neuen Freund. Ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt ungefähr 2 Wochen zusammen, 2 oder 3 Wochen.
Gefallen die dir? Gefallen mir was? Naja, ein Penis hat auch immer zwei Eier und dann irgendwie darunter geschrieben und darunter im Schreiben, gefallen sie dir? Ich weiß gar nicht, es könnte sogar gut sein, dass sie das da irgendwie geschrieben hat, weil es ging ja darum, ob ihm die Schuhe gefallen. Genau. Und dann hat er, das wäre lustig, wenn er es noch genau darauf genauso gedacht hätte wie ich jetzt. Ich habe keine Ahnung. Aber ist zwar fast unmöglich, so zu denken wie ich, aber... Ne, also, möchte man noch nicht. Wusstet ihr, dass es ungefähr 6 bis 7 Menschen auf der Welt gibt, die genauso aussehen wie du? Also von Faktastisch? Yep. ja, und die Chance ist eben 1 zu 1 Milliarde, dass du einen davon triffst. Ein Wunder. Ich glaube, die Welt braucht nicht noch einen zweiten Lars. Nee, der eine, der macht schon genug rein. Scheiße. Macht schon genug. Kann jetzt auch Schluss sein. Kann auch genug sein. Hat irgendwer auf die Zeit geguckt oder so? Nein. Okay. Wusstet ihr, dass es so ein genanntes Dark oder Deep Web gibt? Ein was? Ein? Ein Dark oder Deep Web. Wet? Web. Okay, nö. Das ist der Teil des Internets, den man über Suchmaschinen nicht finden kann. Ist so eine Art, ja. Ach so. Genau. Ich hab gehört, glaube ich. Das sind irgendwie nur so, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent man, unter 1% oder so, kann man noch über Google finden oder sowas. Kann auch komplett falsch sein. Und das ist, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen sind, aber über dieses Deep Web werden halt auch öfter mal irgendwelche Waffen und ähnliches verscherbelt. Was wird da gemacht? Waffen verscherbelt. Ach so. Das ist auch eine Möglichkeit, den Schwarzmarkt im Internet so zu verstecken, dass man nur über Kontakte dort rankommt. Sie. Wie kommt man wohl an sowas ran? Man fragt die Leute, die da rankommen. So wird es sein, nämlich. Wenn man solche kennt. Ich kenne da bestimmt keine von. Aber wen interessiert sowas? Keine Ahnung. Beziehungsweise. Ja, okay. Lars, hast du davon gehört, dass von dem Typen, von dem Russen, der sich den Sack an Kopfsteinpflaster genagelt hat? Ja. Diese Story ist echt eklig. Hast du? Ja, habe ich gehört. Ja, egal, trotzdem. Da hat sich eben so ein Russe zu Demonstrationszwecken hat er sich den Sack mitten in der Stadt, auf dem Roten Platz in St. Petersburg, aufs Kopfsteinpflaster genagelt. Oh, ich will so einen schlechten Witz rausbringen. Der steht nicht mehr. Ich meine, den Nagel dadurch, das muss ja schon übelst tun, aber stell mal vor, mit dem Hammer ab. Ja. Der kann dann zu Hause sagen, boah, heute wurde ich so mies genagelt. Aber das Blöde ist natürlich, er hat sich selbst genagelt, also. Bisschen arm. Ja, ne, aber naja. Hast du was von dieser Frau gehört in Russland, die sich nach dem ersten Date den Namen von dem Typen auf den Kopf tätowieren lassen hat? Über das komplette Gesicht. Ja. Von wem? Nach 6 Stunden. Vom Typen halt, ne? Ach so. Von dem Typen, den sie seit 6 Stunden kannte. Muss man auch mal bringen. Bisschen übertrieben. Leicht. Nein! Wieso, okay, ich habe jetzt ein Haus fertiggestellt. Super symmetrisch, ausnahmsweise. Okay. Muss jetzt noch einen Weg hin. Gut. Heute lief wieder Bruce Allmächtig im Fernsehen. Habe ich mir teilweise angeguckt. Ja. Auch die Stelle? Nee, die habe ich nicht angeguckt. Ich habe nur den Anfang geguckt und dann habe ich gesagt, nö, ich habe den Film eh auf DVD, brauchst nicht gucken. Hallo.
Edigas. Ich lach da immer noch drüber, wenn ich mir das angucke, ne? Ja, das ist einfach nur Beste. Kennst du den Film, Sophie? Ich habe keine Ahnung, wovon ihr gerade geredet habt, um ehrlich zu sein. Gut, dann nö. Tja, soll ich jetzt noch ein Haus bauen oder? Scheiße! Was ist? Ich sitze hier im U-Bahn-Waggon, wollte über die U-Bahn fahren. Oder in dieser Lore da. Ja. Und dann war ich gerade beim kleinen Unterschlupf hier. Ja. Und dann stehe ich da, aber diese Stationen, die funktionieren ja alle gar nicht mehr. Ja. Okay. Und plötzlich kommen drei Spinnen und ich weiß nicht mehr, wie man aussteigt. Shift. Total. Ja, das war ja auch schnell. Bist du gestorben? Nein. Nein. Dann geht's doch nicht. Na. Ist ja peinlich. Hier ist noch so viel Platz, da muss noch was hin. Okay, Fantasie. Streng dich an, bau ein Haus. Shalom. Dein Motherfucker. Verdammt. Wow. Das hat gerade bei mir übel geleckt. Du hast Torns drauf, ne? Ja. Ja, hab ich zu spüren bekommen. Hab sich ja mit dem Pfeil abgeschossen. Okay, ich baue hier noch ein Haus, hier so hinter. In den Hinterhof. Ein Hochhaus. Nee. Oh, eine Brücke. Sieht auch schön aus. Was schön asymmetrisches wieder. So. Hast du noch irgendwie Holz oder so? Ah, hier ist was. Ich habe noch ein Holz davon. Ich muss da gleich wieder rübergehen und mir was holen. Ja, hier gibt's ja das normale Eichenholz. Nee, da drüben, da gibt's das dunkle Dings. Ja, macht ihr eigentlich Videos? Was? Wie oft ihr Videos macht? Also, so, Kommt drauf an. gleich. Wir machen die, wenn wir Bock haben. Ach ja, ich wollte ja nochmal nachgucken, seit wann wir das Video machen, solche Videos. YouTube. Kann einer mal gucken, wie lang. Lars, guck mal, wie lang der Anruf ist. Eine Stunde. Was? Ja. Okay. Ja, sagen wir mal, beenden wir mal die Folge hier, ne? Ja, komm mal. Gut. Tschüssi. Bis dann, ciao. Shalom. Hör auf mit dem Shalom. Himmel. Das kommt.